Naturwesen des Feuers. Naturwesen des Feuers werden auch als Feuergeister bezeichnet. Feuergeister, diejenigen, die sich im Feuer manifestieren. Naturwesen des Feuers sind aber auch die Energien des Manipura-Chakras. Manipura-Chakra steht für Mut, Willenskraft, Durchsetzungsvermögen, hängt auch zusammen mit dem Pitta-Prinzip und das Pitta-Prinzip ist das Prinzip der Transformation. Die Naturwesen des Feuers werden gerne auch bezeichnet als Salamander. Nicht jetzt die Lorscher als Salamander, sondern eben die Feinstoffwesen als Salamander. Salamander sind Feuergeister, Naturwesen des Feuers. Salamander zeigen sich in Feuer und in inneren Bildern, in roten, orangen, gelblichen, weißlichen, manchmal auch bläulichen, violetten oder grünlichen Töne. Feuergeister können schnelle Bewegungen oder langsame Bewegungen machen. Wenn du in ein offenes Feuer hineinschaust und das über eine längere Zeit tust, dann spürst du, dass das Feuer verbrennt und verzehrt. Feuergeister helfen daher letztlich auch zur Transformation. Naturwesen des Feuers als hilfreiche Freunde. Die Naturwesen des Feuers schenken Wärme und Geborgenheit. Sie lösen innere Konflikte. Sie bringen dir beseelte Wärme. Wer zum Beispiel unter Vata leidet, also ein Überschuss an Unruhe oder auch Ängsten, kann sehr davon profitieren, eine längere Zeit in ein Feuer hineinzuschauen und sich dabei ganz auf die Feuerwesen einzustimmen. Im Yoga und im Ayurveda spricht man auch von Agni, das ist das Feuer, und zwar Agni ist sowohl die Wesenheit des Feuers, man würde sagen, der oberste Feuergeist, und Agni ist auch die Kraft der Transformation im Menschen. Zum Beispiel gibt es dort auch das Verdauungsfeuer, welches hilft, die Nahrung zu verdauen. Und Agni ist auch derjenige, der Kraft gibt, Durchhaltevermögen, Durchsetzungsvermögen und Mut und die Kraft zur Transformation. In diesem Sinne ist ein Feuergeist ein Wesen, das dir hilft, auf dem spirituellen Weg voranzuschreiten und nirgendwo dich festzuhalten. Öffne dich so für die Kraft der Feuergeister, öffne dich für die Kraft der Wesenheiten des Feuers und erlaube ihnen, dich zu transformieren und dich zu einer neuen spirituellen Kraft zu führen.